Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Lego Star Wars Sammelkarten Serie 1. Die limitierte Karte Nummer 11 im Lego Star Wars Magazin Ausgabe Nummer 40 für 3,99 €. Enthalten ein kleines Lego Set, ein Droidica mit zwei Doppelblastern. Dann die limitierte Karte, wütender Darth Vader, das ist Nummer 11. Und dritte extra noch ein Booster der Trading Card Collection mit 5 Karten. So, ich würde sagen, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wenn wir es aufkriegen, doch da. Starker Kleber. So. Und das Booster fällt schon mal so raus. Und da hat sich das Kleber nochmal an dem Lego-Set verhakt, aber das macht nichts. So. Dann machen wir das Lego-Set ab. Das basteln wir zum Schluss. War ja gewünscht, dass ich auch über den Magazin mit Set auch die Sets aufbaue. Dann werde ich das nämlich auch tun. So. Ja, da hat sich schon ein bisschen. Das ist ungünstig. Hat sich mit dem Kleber ein bisschen was vom Magazin abgerissen. Aber naja, was soll's. So. Dann wichtig ist, dass die Karte nicht beschädigt wird mit dem Kleber. Das ist das Wichtigste. Denn die Karte ist das, worauf es hauptsächlich ankommt. So. Dann würde ich sagen, wir beginnen mal als erstes mit dem Magazin. Und die anderen Sachen. Rum. So, dann haben wir den Mega Extra Droidica, dann BB-8 Eil zur Hilfe, First Order AT-ST oder AT-ST. Dann ein 12-Seiten-Comic, Mission Rette BB-8. Dann zwei mächtige Poster und natürlich die Linien. Außerdem ein Gewinnspiel hier oben. Ne? Gibt es Lego-Sets zu gewinnen? So, ein Inhaltsverzeichnis. Und dann steht Werbung hier für Star Wars, Lego Star Wars Modelle. Dann haben wir den Comic Rette BB-8. Hat ein Lego Star Wars Comic. Dann haben sie hier Werbung für die Sammelkartenserie, für die Trading Card Collection hier. Mit den limitierten Karten, die es hier so gibt. Da ist auch hier der wütende Darth Vader, der ja in dem Heft drin ist. Dann geht es mit dem Comic weiter. Comic, Comic, Comic. Dann haben wir hier Poster. Das ist zum Solo-Film. Hier Lando, Solo, Chewie und Kira. Dann nochmal zu Solo mit den Lego-Modellen drauf dann. Dann Abo vom Magazin. Man kriegt 25 Lego Star Wars Booster. Dann hier zum Zeichnen, also Linien verbinden von 1 bis keine Ahnung was. Gibt dann natürlich super schwer, wer es zu sehen. Das ist bestimmt C3PO und das ist bestimmt Darth Vader. Nein, natürlich ist Poe Dameron und BB-8. Dann irgendwie Rebellen in Gefangenschaft, ein paar Rätsel noch so. Dann haben sie hier das Lego-Modell, was sie vorstellen, was meiner Meinung nach eines der beschissensten Lego Star Wars Modelle überhaupt ist, aber das sagen viele andere auch. Wäre besser, man hätte einen richtig, das ist ja so ein AT-ST, der wohl nur im Aufbau ist, dem der Kopf explodiert, der Kopf ist glaube ich explodiert, ich muss mir den Film nochmal angucken. Ja, hätte man auch einen richtigen AT-ST machen können, einfach die Teile oben weglassen können oder sowas, aber dass man zumindest auch einen richtigen AT-ST hat und nicht nur so ein halbfertiges Dings, das ist irgendwie, das ist Murks. Aber gut, haben sie wieder an Teilen gespart und ja. Minifiguren sind dabei. Dann die Anleitung, wie wir den Droidica zusammenbauen. Die brauchen wir dann noch, weil da ist doch noch ein bisschen komplizierter, als einfach nur eine Minifigur zusammenzubauen. Dann nochmal ein Rätsel. Ja, das sind zwei Seiten hier. Kann man sogar ausschneiden hier mit Falzlinie und mit Lochmarkierung, wo man dann lochen kann. Dann noch ein Comic. Lukes erster Test. Immer noch Comic. Dann haben wir hier galaktische Bilder, so leserbriefmäßig. Da können dann halt Kinder ihre Bilder hinschicken. Das finde ich auch ganz nett. Weil im Endeffekt ist natürlich ein kindergerichtetes Magazin, das ist ja klar. Dann Umfrage, wo man eben hier den First Order Star Destroyer gewinnen kann. Und Vorschau aufs nächste Heft. Nummer 41 mit einem coolen Extra, nämlich Poe Dameron's X-Wing. Und ja, anscheinend aber diesmal keine Limie drin. Ich muss jetzt mal in meine Liste gucken, ob da eine Limie drin ist oder nicht. Aber das man manchmal vergessen jetzt auch in der Vorschau. Aber okay, am 13. Oktober gibt es auf jeden Fall die nächste Ausgabe. Schauen wir mal rein. So, dann noch irgendwie Werbung hier für Nickelodeon, irgendeine Serie wahrscheinlich. Und Lego die Unglaublichen für Xbox, PS4, Switch und Steam, das neue Videogame. Gut, sind die Zeitung durch. Dann würde ich sagen, machen wir den Droidica, machen wir zum Schluss. Gucken wir uns erstmal die Limi an. Und wie gesagt, hier da unten LE11, kann man es erkennen. Ja, so. Wütender Darth Vader mit den Werten Card Effect 97, Trade Value 91, Thrill Factor 110 und Rarity Scale 34. Sehr coole Karte. Dann hätten wir einen Booster hier.
der Trading Card Collection. Schauen wir da auch nochmal rein. So. Geht auf. Jawohl, haben wir es. So. Und da hätten wir, direkt eine Sith-Karte hier. Jedi Jäger, fünfter Bruder. Sehr nice. Das ist cool. Dann hätten wir hier ein Fahrzeug. Kylo Ren's TIE Silencer. Zwei Lego-Shooter, 630 Teile im Set. Ein Besatzungsmitglied und 41 cm lang. Dann hätten wir eine Machtkarte. Machtduell Darth Vader gegen Luke Skywalker. Dann haben wir noch zwei Charakterkarten. Das wäre hier Padawan, Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn. Ja, sehr cool. Also hat vier Base-Karten, das ist ja klar. Aber die Power-Karte hier ist immerhin eine Sith-Karte, was schon sehr, sehr cool ist, wie ich finde. Okay. Weil die Sith-Karten hier ziemlich selten sind, wenn ihr auch seht. Hier. Dunkle Seiten. So, dunkle Seite-Karten sind es. 16 Stück. Ja, in jedem vierten Booster. Naja, geht. Doch nicht so selten wie gedacht, aber egal. So, dann gucken wir uns mal die Anleitung hier nochmal an, um dann den Droideka bauen zu können. So, da. Also haben wir ein Unboxing-Lego Bastelvideo. So, dann brauche ich mal erstmal meine Schere wieder. Die habe ich hier. Dann schneiden wir das doch hier einfach oben mal auf. So gesehen ist es ja auch eine Art Minifigur, also es ist zumindest ein Droide und demnach, weil manchmal ist ja auch einfach irgendwas drin, was, keine Ahnung, irgendwie ein Gebäude oder eine Miniatur von irgendeinem Raumschiff oder so, ist ja nächstes Mal auch nichts, was der X-Wing, Poe Dameron's X-Wing drin, was ja auch nur eine Raumschiff-Miniatur ist. Von daher ist das ja dann, da es ein Droide ist, geht es doch eher in die Richtung Charakter, halt keine klassische Minifigur, aber trotzdem ein Charakter. So, das da drauf, dann die komische kleine Stange hier so ein bisschen mittig draufsetzen. Dann kommt dieser Haken hier dran. So, etwa so, genau. Dann kommt da dieses T-Stück hochkant rein. So. Bis zum Anschlag, genau, sehr gut. Dann kommt das Teil oben. Uppala. Ich glaube, das erste hing das in so einer Kralle fest. Genau oben drüber, perfekt. Dann jetzt müssen wir hier das Teil und dann diese beiden Dachschrägen hier. Eins und zwei. So, das ist das. Das kommt dann oben drauf. Und zwar so, oder? Die versinken dann da drin. Das ist ja cool gemacht. Okay, verstehe. So, dann brauchen wir das andere hier, diese andere Klemme. Da kommt dann so ein Mini-Blaster rein. Das ist ja tricky gemacht. So. Da so ein Mini-Blaster. Und da drauf kommt dann das Fernglas. Okay. Interessant. Das ist ja eine interessante Bautechnik. Ja gut, das ist dann das der Blaster von dem Droideka, würde ich mal behaupten. So, und das wird jetzt hier auf die Stange noch gesteckt. Genau, ich schätze mal dasselbe und nochmal für die andere Seite. So, jetzt machen wir das so. Ich lege die Zeitung jetzt hier drauf, dann könnt ihr die Anleitung nämlich auch weiterhin sehen. So. Ja, genau, wie auf der anderen Seite auch. Ich nehme jetzt dieses Stück, dann kommt da dieser Blaster rein. So, dann das Fernglas. So, das kommt dann von der anderen Seite drauf. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, perfekt. Haben wir den hier mit den Waffen dran? Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann drehen wir das Ganze um und dann kommt von hinten das Teil dran. So, dann brauchen wir das kleine Leuchtende, die Zange hier. Das kommt da drauf und dann wieder dieses Teil hier. Das wird dann hier drauf gesetzt, verstehe. Und dann zum Schluss noch dieses Dreierstück hier. Und dann kommen da jeweils die Krallen rein. So, das wird dann verkehrt herum so hier drauf gesetzt. Ups, da biegt es weg. So. Und dann drehen wir das hier so rum. Achso, die müssen wir jetzt so.
die nach vorne drehen. So, so und so. Das ist dann der Druidiker. Sieht jetzt nicht so berauschend aus, sah irgendwie auf dem ersten Blick irgendwie ein bisschen. Sieht auf dem Bild irgendwie ein bisschen besser aus. Was mache ich falsch? Warte mal. So. So, naja. Also. Ist okay. Ist halt nur ein kleines Modell aus der Zeitung, darf man auch nicht überbewerten. Aber, ja, ein kleiner Piu 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 Piu, ein kleiner Druidiker. Ja, sehr nice. Okay. Das zu dem Inhalt des Heftes. Hier nochmal die Karten. Die Limi, das war in dem Booster-Päckchen drin. Und wie gesagt, hier dann das Modell von dem Druidiker. Sehr cool. So, aber, darauf wartet ihr wahrscheinlich alle schon. Denn auch dieses Heft habe ich mir natürlich zweimal gekauft. Dass ich hier noch einmal für euch den wütenden Darth Vader LEL habe, den ihr gewinnen könnt. Was müsst ihr dazu tun? Wie immer, dem Video einen Daumen nach oben geben, meinen Kanal abonnieren und einen Kommentar da lassen mit dem Hashtag Star Wars. Und schon seid ihr im Lostopf und der Gewinner wird dann, ein Entschluss ist wie gesagt in einer Woche, an dem Mittwoch, und der Gewinner wird dann am Freitag im Livestream dann ausgelost. Genau. Gut, dann natürlich, auch wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und meinen Kanal dürft ihr natürlich auch abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Vergesst dann auf keinen Fall die kleine Glocke zu aktivieren, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Und ansonsten danke ich euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.